Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic 2013 Tutorial. Im Tutorial Nummer 12 geht es um das Thema Klassen. Das ist sehr wichtig in der objektorientierten Programmierung. Wie man es schon hört, geht es ja in der OOP um Objekte, und Klassen sind letztendlich nichts anderes als Objekte bzw. deren Erzeugnisse. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Direkt erstmal ein Beispiel. Ich erzeuge hier diverse Autos, lasse sie fahren, dann kommt noch eine nette Cobra 11 Animation dazu. Alarm für Cobra 11 darf natürlich nicht fehlen. Dann erzeugen wir ein neues Auto und lassen dies auch fahren. Das erzeugt natürlich auch wieder eine Animation. Jetzt habe ich hier noch nicht eingefügt, dass die Dinger auch wieder verschwinden, aber das juckt auch erstmal gar nicht, denn es geht um den Hintergrund. Was steckt denn alles jetzt dahinter? Wie man sieht, benötige ich nicht gerade viele Controls dafür, um das alles zu managen. Und das ist auch zum Beispiel ein weiterer Vorteil der Klasse. Gehen wir als erstes auch direkt auf die Klasse zurück. Wir haben eine Klasse, die ich Kraftfahrzeug genannt habe. Public Class Kraftfahrzeug. Die erbt. Das hier ist etwas, womit man von einer anderen Klasse erben kann. Das heißt, unsere Klasse kann die Eigenschaften dieser anderen Klasse vererbt bekommen. Das heißt, ich brauche das Rad nicht neu erfinden, sondern kann mir die Eigenschaften der Picturebox und deren diversen Sachen zunutze machen. Das ist aber erstmal noch nicht ganz so wichtig. Allgemein besteht eine Klasse aus Properties und Feldern, Eigenschaften halt und öffentlichen Membern, also normale Variablen. Konstruktoren, das sind die Dinger, die letztendlich unsere Klasse, was man mit einem Bauplan vergleichen könnte, erbauen. Sprich, erst durch die Konstruktoren werden unsere Klassen zu richtigen Objekten, sprich zu Instanzen nennt sich sowas. Dann hätten wir noch die Methoden. Jede Klasse, beispielsweise unser Auto, kann fahren, es kann bremsen, etc. Das sind also Methoden auf diesen Fall bezogen. Dann haben wir natürlich auch Ereignisse. Ich habe zum Beispiel ein Ereignis deklariert, das heißt kollidiert. Dann haben wir für dieses Ereignis einen Händler, sprich eine Sub, die dieses Event abarbeitet. Das wäre jetzt ein klasseninterner Sub, der dieses abarbeitet. Der setzt einen Boolean auf True, und zwar eine Private Variable, die soll von außen nicht zugreifbar sein, denn wenn das Ding kollidiert ist, dann ist es nun mal gecrashed, daran gibt es nichts zu ändern, daher brauche ich das auch gar nicht nach außen verfügbar machen, denn das ist Fakt. Dann gehe ich auch direkt nochmal auf Punkt 1 zurück, hier gibt es gleich noch was zu. Properties sind Eigenschaften, wie zum Beispiel Größe, Gewicht. Nehmt euren Kugelschreiber vor eurer Hand, wenn ihr da gerade einen habt, wenn nicht, dann denkt euch mental ein. Der hat eine Feder Größe, der hat eine Stiftgröße, wie auch immer man das nennen soll, der hat allgemeine Größe, ein Gewicht etc. Bei einem Auto wäre das beispielsweise PS, Gewicht, Farbe etc. pp. Hier der erwähnte Boolean, also die erwähnte Variable, das nennt man dann ein Feld. Es gibt auch öffentliche Felder, das heißt, wenn ich das jetzt public machen würde, dann könnte ich von außen darauf zugreifen, aber ich denke, dass ich dazu noch mein extra Tutorial machen werde, was Zugriffe betrifft, beziehungsweise Zugriffsebenen, weil das ein wichtiges Thema ist. Daher da vielleicht im nächsten Tutorial nochmal mehr. Dann kommen wir zu den Konstruktoren. Ich habe dieser Klasse einen leeren Konstruktor gegeben, das heißt, sie wird praktisch so gebaut, dass diese ganzen Properties mit ihren Standardwerten befüllt werden. Automatische Standardwerte, bei einem Double wäre das 0,0, bei einem Integer wäre es ebenfalls 0, bei einem String ist es ein leerer String. Kann man benutzen. Eigentlich logischer ist es, wenn man diesem Konstruktor, direkt Werte bzw. Parameter mitgibt. Sprich, wenn ich jetzt mal hingehe und zeige, wie man ein neues Objekt erzeugt. Ich gehe auf diesen Erzeugen-Button, werte im Endeffekt aus, welches Auto ich erzeugen möchte, und dementsprechend wird dann ein Ding erzeugt. Letztendlich sagen wir mit der ersten Anweisung, dass das Programm Speicherplatz in der Größe, sagen wir so, für das Kraftfahrzeug reservieren soll. Das ist aber im Endeffekt noch kein entstandenes Objekt, da steckt im Endeffekt nichts hinter, noch nicht. Denn erst wenn wir das instanzieren, dann haben wir das tatsächliche Objekt erzeugt. Und zwar geht das dann so,
neues Fahrzeug gleich New Kraftfahrzeug und hier drin geben wir dann die Parameter mit an. Hier gebe ich den Parameter Image mit an, welches Bild er verwenden soll und letztendlich wie viel PS das Ding hat. Anschließend gebe ich der ganzen Geschichte noch einen Händler mit, sprich, da jedes Auto natürlich kollidieren kann, übergebe ich jedem Auto auch einen Händler. Dazu schreiben wir @Händler, neues Fahrzeug kollidiert, sprich welches Event wir dafür benutzen, nämlich das des aktuellen Objektes, was danach auch wieder verschwindet, in Anführungszeichen. Es bleibt natürlich da, aber danach sehen wir ja nichts mehr. Theoretisch wäre das ja nur hierfür gültig, aber wir weisen diesem Objekt ja die ganze Geschichte zu. Ist ja erstmal nicht so schlimm, wer das noch nicht versteht. Ich versuche mich auch möglichst kurz zu halten. Und dieses beziehungsweise dieses Event wird dann von unserer Sub-Kollision abgearbeitet, die ich hier unten deklariert habe. Deswegen habe ich auch nochmal extra hingeschrieben, was das ist in dieser Kollision. Das ist übrigens die Geschichte, die ich hier unten meinte. Wir haben hier das Ereignis gehabt, welches kollidiert heißt. Wir haben einen klasseninternen Händler, der das Event abarbeitet. Warum, hatte ich ja schon erklärt. Der wird zuerst abgearbeitet und anschließend kommt nochmal hier bei unserem Hauptprogramm. Ihr seht, das ist die Klasse Form 1. Dort wird auch nochmal das Kollisionsevent abgearbeitet mit Hilfe dieses Ad-Händlers. Und wandle ich letztendlich den Sender, was ja im Endeffekt die Klasse ist, die das Ganze sendet. Normal könnten wir hier auch direkt Kraftfahrzeug angeben, denn wir wissen ja, von welchem Typ der Sender ist, aber normal macht man das eben halt so. Dann konvertiere ich den Sender in ein Kraftfahrzeug und weise das der lokalen momentanen Variable zu, was eine Referenz auf das tatsächliche Fahrzeug ist, was sich da gerade bewegt. Sprich, wenn sich das Ding jetzt hier bewegt, dann weiß ich dieser Variable dieses tatsächliche Fahrzeug zu, eine Referenz, ein Verweis darauf, und sage, dass dieses Fahrzeug anhalten soll. So, das war dann nochmal zu den Konstruktoren. Hier weisen wir dann halt auch nochmal die Werte zu. Wir sagen, dass das Background-Image das übergebene Image sein soll. Da sprechen wir das Ganze mit Me an. An sich ist das nicht nötig, weil das auch so gehen würde, da die Klasse weiß, dass man sich selber meint. Aber schön ist das nicht, deswegen schreibt man Me. Das wird von den meisten so verlangt oder beziehungsweise vorausgesetzt. Dann sage ich, dass das Ganze double buffered ist, damit es von der Form nochmal schöner dargestellt wird etc., weniger flackert, und wir weisen die PS zu. Für Leute, die sich ein wenig auskennen, ich habe die ganze Geschichte extra nicht mit GDI gemacht. GDI ist eine andere Zeichenmethode, sage ich einfach mal, wie ich die ganze Geschichte darstellen könnte, dann würde das nicht so ruckeln, aber das wäre auch eine, ja, wahrscheinlich verwirrende Sache gewesen, da das ja schon genug ist, finde ich, für einen Anfänger, der sich Klassen das erste Mal anschaut, und deswegen habe ich es nicht mit GDI gemacht. Deswegen, wo habe ich es, habe ich die ganze Klasse auch von Picturebox erben lassen, dass ich mir die diverse Sachen zur Hilfe nehmen kann, wie beispielsweise ihr jetzt hier in den Methoden sehen werdet. Wenn ich sage, das Ding soll fahren, dann überprüfe ich, wenn es nicht bereits gecrashed ist und es immer noch nicht in Bewegung ist, weil was soll ich etwas zur Bewegung starten, wenn es sich bereits bewegt? Ist ja ganz logisch. Dann sage ich, dass das aktuelle Image mein Background-Image ist. Warum, wieso, habe ich hier unten nochmal erklärt. Da ein Background-Image nicht animiert wird, sieht es so aus, als ob das Auto bremst, steht. Das könnt ihr euch dann am besten einfach mal anschauen und ausprobieren. Und hier kommt diese Cobra 11-like-Explosion, die ich ganz lustig fand. Und hier ist der Private-Timer, der letztendlich with Events deklariert ist. Das bedeutet, dass der hier auch Events übertragen bzw. mitliefert. Und ein Händler ist ja immer eine Ereignisprozedur bzw. eine Abarbeitungsprozedur, sage ich jetzt einfach mal, eines Events, und zwar Tick in dem Fall. Da arbeiten wir letztendlich die Bewegung ab, dass der Abstand zum linken Rand um die PS erhöht wird und dass ich sage, dass ich jetzt nicht mehr gültig bin, also ich bin nicht mehr gültig, das Objekt selber, und dass es neu gezeichnet werden muss. Das kann ich jetzt zum Beispiel auch machen, weil ich das von der Picturebox abgeleitet habe. Sonst müsste ich diese ganze Geschichte auch mit GDI realisieren, aber ist im Endeffekt in diesem Fall einfacher. Denn ich sage, hallo,
Bei mir hat sich was getan. Form, zeichne mich mal bitte neu. Und ich habe hier ganz konkret nur die Me.Bounce angegeben, also nur tatsächlich, dass auf der gesamten Form nicht das gesamte Ding neu gezeichnet wird, was natürlich mehr Performance klauen würde, sondern dass nur dieses kleine Viereck, Rechteck, was dieses Auto hat, neu gezeichnet wird. Dann überprüfen wir letztendlich, wenn Me.Bounce, also wenn mein, ja, wie soll ich das erklären, mein kleines Rechteckchen, meine Form mit dieser Geschichte hier kollidiert. Dafür gibt es IntersectWith die Funktion, da müssen wir eine Bounce hinterlegen. Da habe ich jetzt die Wand natürlich genommen von der Form 1. Dann soll das Event ausgelöst werden und als übergebende Parameter gibt es letztendlich Me, sprich die aktuelle Instanz der Kraftfahrzeugklasse und die neuen Event-Args, die möchte ich jetzt nicht weiter befüllen, aber wird standardmäßig so angegeben, deswegen habe ich das gemacht. Hier haben wir jetzt beispielsweise die Properties so deklariert. Im nächsten Video werde ich wahrscheinlich nochmal ein wenig auf andere Sachen eingehen. Man kann zum Beispiel Klassen teilweise programmieren, sprich ich kann in einer Partial Class, nennt sich die ganze Geschichte, einen Teil einer Klasse programmieren und dann kann ich auf einer anderen Seite oder weiter unten nochmal einen anderen Teil derselben Klasse programmieren, um mir das einfach strukturierter aufzubauen. Ja, ich denke, das war's soweit. Wenn ihr noch irgendwas dazu hören wollt, sagt es bitte jederzeit, denn das ist ein sehr wichtiges Thema, was ihr auf jeden Fall beherrschen müsst. Und ja gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao. Hey ho, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen hoch gibst oder einen Kommentar hinterlässt und schalte auch im nächsten Video wieder ein. Klicke dafür hier.